Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kochen mit Traudl. Heute hat mein Filmen überhaupt nicht hingehaut, aber ich möchte euch so gern zeigen, wie schön das mein Panna Cotta geworden ist. Die stammt übrigens aus dem Kochbuch Die echte italienische Küche. Also viel Spaß beim Zuschauen! Die Zutaten für 4 bis 6 Portionen sind überschaubar, das sieht ihr hier auf dem Beutel. Also 500 Gramm Sahne, eine Vanilleschote, 50 Gramm Zucker und 3 Blatt Gelatine. Mehr braucht man nicht dazu. Als erstes weicht's einmal die Gelatine in ein kaltes Wasser ein. Dann nehmt's die Vanilleschote, schneidet es auseinander und schabt das Vanillemark heraus. Die Sahne gibt's dann in ein kleines Töpfchen, dazu den Zucker. Die Vanilleschote mit dem Vanillemark kommt auch dazu. Und schon haben wir wieder ein bisschen einen Film. Das Ganze lassen wir jetzt langsam heiß werden und vor sich hin köcheln. Ungefähr ein Viertelstündel. Im Kochbuch steht jetzt, dass dazu eine Karamellsoße gehört. Ich mag es aber nicht gar so süß und weil ich es eben ein bisschen säuerlicher mag, mache ich da einen Himbeerspiegel dazu. Für den Himbeerspiegel brauche ich folgende Zutaten. 500 Gramm gefrorene Himbeeren, Saft einer halben Zitrone und 2 Esslöffel Puderzucker. Und jetzt schaut's her, das hat jetzt vielleicht 2 Minuten da vor sich hingeköckelt und schon ist das ein schöner Spiegel dann. Den müssen wir jetzt natürlich nur durch ein Sieb streichen, denn die Kerner, die mag ich nicht drin haben. Wenn die Panna Cotta jetzt 15 Minuten geköchelt hat, wird sie vom Herd genommen. Wichtig ist, dass jetzt nicht mehr weiter kocht. Und da kommt jetzt die Gelatine hinein. Die drückt man nur ein kleines bisschen aus und löst man dann in der Panna Cotta drin auf. Die Panna Cotta gieße ich dann nur mit durch ein feines Sieb, damit die Schote heraus ist und die groben Körner. Und jetzt kommt die Panna Cotta für ungefähr 3 Stunden im Kühlschrank. Die muss nämlich jetzt fest werden. Und dann sehen wir uns wieder kurz vorm Essen. 3 Stunden jetzt vorbei. Ich habe jetzt mit einem Messerchen um den Rand rüber gefahren, damit es sich leichter löst. Und jetzt tue ich es noch ganz kurz in ein heißes Wasser rein. Und jetzt kommt die Wahrheit. Löst es sich stürzen oder nicht? Gut, ich darf einmal sagen, nicht. Dann tun wir es nur mal in ein warmes Wasser rein. Vielleicht jetzt ein paar Sekündchen länger. Und der nächste Versuch. Oh, und jetzt hupft sie schon von allein raus. Und schaut doch ganz lecker aus. Seht's, und da sind eben die Vanillekörnchen alle um. Und da hätte ich es schon fast zu lange drin lassen. Jetzt mache ich aber schnell das zweite, damit ich ein ganz schönes habe. Das schaut doch jetzt wirklich einwandfrei aus. Da gebe ich jetzt meine Himbeersoße rundum und um. Und zum Schluss noch ein kleines Blättchen. Und schon ist fertig, unsere Panna Cotta. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Pfiat euch!